Willkommen bei der Redaktion, Episode 8. Das ist unser Team, die Regula, die Sabina, Theo. Herzlich willkommen hier in Zürich an der Limmat. Theo, so in Wissenschaftskreisen, was sagt man da so ist, von unserer neuen Freiheit? Bei Corona ist natürlich wirklich das Problem, dass man noch nicht wirklich viel genau erhärtet weiß und man diese Diskussionen halt immer noch am Laufen sind. Vermisst ihr denn das persönliche Umarmen, das Küsschen geben links und rechts? Wenn ich das Bedürfnis habe, jemanden wirklich zu umarmen oder zu küssen, dann vermisse ich es. Aber das ritualisiert einfach jedem wirklich so drei Küsse auf die Wangen zu klatschen, das muss ich nicht unbedingt nachher wieder haben. Die Musik macht sie auch aus, wir zwitschern, wir suchen die Musik, Musik verbindet. Der nächste Beitrag beschäftigt sich ja eigentlich mit einer Musikerin. Die habt ihr entdeckt in einem ganz speziellen Lokal. Um wen handelt es sich? Es handelt sich um die Marianne Rosenfeld. Wir waren in Hombi Salon, ein ganz toller Ort in Zürich, sehr zu empfehlen. Kulinarik und Musik gehen da Hand in Hand. Das haben wir in Wien, Kiel, Bremen und Genf auch. Ja, aber das Spezielle ist, dass das wirklich unterschwellig, also du kannst da sein und du bist nicht in einem Konzertsaal, wo du ganz still sein musst und dich nicht räuspern darfst, sondern da wird gefestet, da wird getrunken, da isst man und dann genießt man auch diese wahnsinnige Musik. Mit anderen Worten, deine Stammkneipe? Also, wenn Stammkneipe, dann da, ja. Und wir besuchen ja nicht nur ein Lokal, wir besuchen auch eine Künstlerin. Um wen handelt es sich? Die Marianne Rosenfeld ist eine Frau, die eine spezielle Karriere hat. Die ist durchzogen, da hat es Brüche drin. Das ist immer interessant. Ich finde Menschen, die nicht ganz geradelinig ihre Karriere verfolgen, sowieso viel spannender. Und wir haben ihr auf die Finger geschaut. Herzlich willkommen. Heute lauschen wir Marianne Rosenfeld, einer begnadeten Pianistin. Sie hat hier in Zürich, in Hombi Salon, einen verlassenen Flügel gefunden und hält ihn in Schwung mit Chopin. Wir sind hier in Hombi Salon. Marianne Rosenfeld, hier steht der beste Flügel der ganzen Stadt, hat uns Hombi gesagt. Der ist wirklich sehr, sehr schön zu spielen. Er hat einen fantastischen Klang, sehr warm und einen großen Klangreichtum. Ich habe noch nicht alle Flügel in der Stadt gespielt, kann es nicht, aber ich muss sagen, es ist wirklich ein schönes Instrument. Wann hast du die Musik für dich entdeckt? Das war ein Hineinwachsen, weil meine ganze Familie sind Musiker. Auch meine Großeltern haben Musik gemacht. Und ich war ständig umgeben von Musik. Und dann war es eigentlich ganz natürlich, dass ich auch ein Instrument spiele. Das Auftreten hat bei mir von Anfang an dazugehört. Und das größte Erlebnis war vielleicht, als ich dann mit 12 Jahren im Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb mitgemacht habe und dort den ersten Preis gemacht habe, so als Kind. Und dann dadurch den Schritt in die Musikhochschule Zürich machen durfte, in dem Alter schon. Das war, sagen wir mal, ein einschneidendes Erlebnis. Wir haben auch eine Aufnahme noch gefunden, die können wir noch kurz einspielen. Chopin gespielt. Ich war
damals schon auch ziemlich fit. So, ja. Es gab dann einen Break. Du bist jetzt daran, deine Karriere neu aufzubauen. Ja, also ich habe tatsächlich längere Zeit keine Konzerte gegeben. Es ist nicht, dass ich ganz aufgehört hätte mit Klavierspielen oder mich mit Musik zu beschäftigen. Und doch hat mein Leben andere Wendungen genommen. Und jetzt bin ich durch glückliche Fügungen wieder wirklich vollständig in der Musik zu Hause und merke durch das auch, wie wichtig sie mir ist. Und es gibt mir auch ganz neue Qualitäten, weil ich mich der Musik anders annähere jetzt. Was sind denn deine Lieblingskomponisten, die du dem Publikum näher bringen möchtest? Ich habe eigentlich keine Lieblingskomponisten. Es gibt sicher viele Komponisten, bei denen mein Herz schnell schlägt. Ich denke, der klassische Musikbetrieb ist sehr elitär. Und viele Menschen sind davon abgeschreckt. Und das möchte ich ein bisschen ändern. Wir sind jetzt hier an einem Ort in Hombisalon. Da geschieht eigentlich genau das, man isst, man trinkt ein Glas Wein und ist zusammen und hört sich Musik an. Wann sehen wir dich hier? Das müssen wir mit Hombi schauen. Ich hoffe sehr, dass bald auch wieder die Konzerttätigkeit aufgenommen werden kann und dann werden wir weiterschauen. Und wo hören wir dich jetzt? Ich spiele im Moment an verschiedenen Orten in der Schweiz. Was mir gerade auch sehr am Herzen liegt, ist, ich habe in Schlieren eine Konzertreihe ins Leben gerufen. Und zwar heißt die Abendbier zum Klavier. Der Titel ist bewusst gewählt. Es geht darum, genau um Menschen ins Konzert zu holen am Abend nach der Arbeit, ohne dass sie sich jetzt in Schale werfen müssen. Und sie bekommen ein Bier, wenn sie eintreten, und das dürfen sie nachher auch mitnehmen. Es ist eben völlig ungezwungen. Und ich spiele Ihnen dann ein Programm mit großen Klassikwerken, aber also nicht komplizierten Werken, sondern Werken, die Sie direkt ansprechen. Erzähle ein bisschen etwas darüber und es gibt dann eine tolle Stimmung. Danach sitzt man noch zusammen und hat einen Apéro und kann sich austauschen. Das ist immer sehr anregend und spannend, was da dann alles passiert zwischen Publikum und mir. Hast du schon eine Aussicht, wann der Betrieb oder wann es wieder Konzerte geben könnte? Wir planen eigentlich ständig wieder neu. Also wir verschieben die Konzerte. Ich habe jetzt im Mai Konzerte gehabt. Die wurden zum einen auf erst in einem Jahr verschoben, aber andere auch auf Juli. Und jetzt schauen wir einfach ständig, wie sich das entwickelt. Das war's aus Hombisalon mit Marianne Rosenfeld. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf YouTube. Wir kommen zurück, wenn Hombi den Salon wieder öffnen darf.
Gut, das war wunderbare Musik. Wir kommen jetzt zum wunderbaren Traben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wir gehen jetzt raus aufs Feld. Da gibt es ja Pferde, die wir alle mögen. Aber Pferde werden jetzt in dem nächsten Beitrag ganz spezifisch eingesetzt. Für was? Ja, wir waren mit Olli unterwegs. Olli Inclusive. Er kann heute leider nicht dabei sein, weil er feiert gerade mit seiner Wohnschule die Abschlussfeier und lässt uns grüßen. Was wir natürlich auch ausgehend dokumentiert haben. Wir waren mit ihm auf dem Bauernhof, wo er arbeitet, und wir haben da mit ihm eine spezielle Reitpädagogin besucht, die Katrin Wieser, und dürfen sie einen Tag lang begleiten. Ich begleite heute Katrin Wieser, weil sie da hier auf dem Platz, wo ich gerade bin, ein heilpädagogisches Reiten durchführt. Das war das erste Mal seit 1998, wo ich jetzt wieder geritten bin. Und ich habe in meinem Kopf ein bisschen viel abgespeichert, was ich dort gelernt habe, profitiert habe. Jetzt habe ich das gezeigt, was ich da profitiert habe. Natürlich auch dank Katrin, die mir noch Tipps gegeben hat heute. Und das gibt mir natürlich auch mehr Selbstvertrauen. Und dann will ich das zeigen, dass ich das kann. Es fühlt sich total schön an. Ich bin richtig fröhlich. Und es geht mir recht gut. Und spürst du auch, was das Pferd möchte? Das Pferd möchte mit mir zusammen eigentlich heute einen guten Tag verbringen und mit mir zusammen einen guten Film produzieren. Hallo, liebe Katrin. Hoi, Olli, hallo. Mit wie vielen Rossen arbeitest du hier? Mit 5 verschiedenen Pferden. Die meisten sind Isländer. Die Rasse eignet sich sehr gut für die therapeutische Arbeit. Kannst du uns die Pferde vorstellen? Ja, also dieser Frechdachs hier. Das, ja, genau, du. Das ist der Tygür. Das ist Opera. Der Weiß ist Isti. Das ist die Sol. Was Sol? Sol, ja. Was lernen die Kinder beim heilpädagogischen Reiten? Sie lernen sehr viel. Also ich denke, nur schon der ganze Beziehungsaufbau zum Pferd. Der Respekt, das Vertrauen zueinander. Sich auf ein Wesen einlassen, das ist sicher mal etwas sehr Wichtiges, dass sie lernen. Denn auch die Sprache der Pferde, wie sprechen sie mit uns? Sie reden ja nicht so wie wir mit Worten, sie reden mit dem Körper. Yeah. Und diese Sprache zu verstehen, das ist sicher ein grosses Ziel von mir, ja, ihnen das weiterzugeben. Ja. Und dann ja, Kinder, die sich nicht so gut konzentrieren können, werden oft, wenn sie auf dem Pferd sitzen, sehr ruhig und können das ein Stück weit dann auch in den Alltag mitnehmen. Anja? Hoi. Überkreuzen. Und jetzt kommt diese Schlaufe unten durch. Okay. Das kannst du da halten. Und hier halten und gegeneinander ziehen. Genau, das ist der Pferdeknopf. Und wenn sie jetzt Angst hat oder sich losreißen möchte, kannst du da schnell ziehen und dann ist sie frei, ohne dass sie sich verletzt. Dürfen die Kinder auch mithelfen beim Putzen oder beim Misten? Oder? Auf jeden Fall, ja, das gehört auch dazu. Es ist auch gerade für Kinder, die motorische Handicaps haben oder kann auch das Wischen oder das Mistenbollen aufnehmen, kann eine gute Übung sein. Was ist der Huf ausgesagt? Wie siehst du die Entwicklung von den Kindern beim Reiten mit dem Ross zusammen? Ich habe zum Beispiel ein Kind, das sich zu Beginn der Reittherapie sehr schlecht konzentrieren konnte, auch in der Schule. Und das hat dann mit der Zeit, gerade mit einem klaren Ablauf beim Putzen zum Beispiel, hat es sich mit der Zeit immer besser konzentrieren können. Es hat auch selber ein Lied herausgefunden, wo es sich den Ablauf besser merken kann. Und ja, durch das konnte es mit der Zeit das Pferd selbstständig putzen, was am Anfang gar nicht möglich war. Da war es überall und nicht beim Pferd. Und jetzt kommt das Nächste, und das ist das Satteln und das Pferd bereit machen für auf den Reitplatz.
kann es auch gefährlich sein, das Reiten? Kann auch gefährlich sein, weil es sind Fluchttiere. Das darf man einfach nie vergessen. Darum arbeite ich viel auch zuerst mit den Kindern am Boden, dass sie die Sprache der Pferde kennenlernen und einfach das Vertrauen und der Respekt zueinander aufgebaut werden kann. Dadurch entsteht auch mehr Sicherheit und dann ist das Reiten auch sicherer. Jetzt kannst du mal vorsichtig einen Fuß probieren und wenn ein Fuß, jetzt kannst du sie schon loben, Uli. Loben, schau mal, du kannst auch so sie so streicheln. Hey. Wenn sie nur einen Fuß drauf hat, das ist für sie schon viel. Super. Gut, prima. Bravo. Wir können viel von diesen Wesen lernen. Ich denke, es ist für alle Beteiligten, ob Kinder, Pferde, für mich eine sehr bereichernde Arbeit, ja, wo man viel mitnehmen kann fürs Leben. Prima, wow. Dann gehen wir los. Juhu. Zum ersten Mal wieder auf einem Pferd, seit langem, ist so ein schönes Gefühl. Zuerst die Bewegung des Pferdes wieder wahrnehmen. Es ist ein herrliches Gefühl, mit Katrin und mit Nanja zusammen arbeiten. Ja, genau, super. Genau. So wie ihr seht, freihändliches Reiten. Man fühlt sich wie ein Vogel, der fliegt. Wie frei. Man fühlt sich wie ein freier Mensch. Bist du bereit? Ja, los. Gut. Kannst du dich ein bisschen kützeln mit den Füßen? Super. Komm, Nani, komm. Auf gerade Rücken, Nani. Gut, jawohl. Genau. Schön vorne schauen, wo du durchgehst. Schön. Hey, super. Super. Das war's, liebe Zuschauer, hier vom heilpädagogischen Reiten. Vielen Dank, Katrin Wieser. Abonniert uns auf YouTube. Auf Wiedersehen. Das war Olli auf dem Bauernhof. Ja, so Therapien mit Tieren, es tut schon gut. Aber du hast noch was Spezielles erlebt, habe ich ja auch gehört, mit dem Pferden. Du hast eine spezielle Beziehung mit einem Tier aufgebaut, ist das richtig? Ja, das war wirklich beeindruckend, wie die Pferde, die kamen uns auch beim Drehen. Wir durften da im Gehege drin ganz nah sie filmen. Und eines kam mir da, als ich die eine Kamera bedient habe, kam mir da so nah über die Schulter und hat mich da so ein bisschen angeknabbert. Ich fand das noch ganz schön, weil ich liebe Pferde. Und dann kam er so auf meine Hand, wir haben auch schon ein bisschen geschwitzt und dann habe ich gedacht, ja, das leckt jetzt da so einfach so ein bisschen. Aber es hat dann wirklich so meine halt schon ein bisschen welke Haut da einfach reingesogen und ja, ein bisschen zu gebissen. Also es war ein bisschen zu nah. Es hat ein bisschen geblutet, sagen wir sehr. Okay, du hast also nicht nur Corona überlebt, sondern auch das Pferd. Das sind die ja sehr froh drum. In Sachen Beziehung zu Tieren. Nur noch schnell, ich wurde vom Pferd gebissen. Sie wurde vom Pferd gebissen, genau, oder vom Kamel geschlagen. Es gibt ganz viele Redewendungen. Jetzt, wir kommen zum letzten Beitrag. Wir bleiben bei den Tieren, aber noch eine Frage in die Runde. Hat euer Verhältnis zu Natur und zu Tieren sich ein bisschen verändert durch diese Krise? Also diese Perspektive zur Natur, hat das euch irgendwie beeinflusst? Ich glaube, mich hat es nicht groß beeinflusst, aber es war ja schon spannend, das eigentlich so mitzuerleben, das Hinausgehen in die Natur. Eine Zeit lang war das Einzige, was man noch tun konnte, sozusagen. Und deshalb, es hat sehr viele Menschen, glaube ich, sonst haben die Natur wieder irgendwie neu entdeckt. Ich als Städter, ich habe die Stadt neu entdeckt, das ist auch schön. Ich glaube nicht, dass es mich groß verändert hat im Verhältnis zur Natur, aber es hat vielleicht vielen Menschen wieder gezeigt, dass man auch mal da nachschauen kann, was da eigentlich so passiert in der Natur. Sabine, du guckst ja gerne Gebäude an, Architektur. Guckst du jetzt auch hoch, wenn du einen Vogel siehst? Ja, die Vögel, also die höre ich mehr, als dass ich sie sehe. Und das ist sehr schön. Aber ich denke, was auch sehr schön ist, dass die Tiere
eben die Städte auch wieder entdeckt haben und dass die Menschen das sehen. Also die Menschen wurden darauf aufmerksam gemacht, dass die Natur sich wieder ihren Platz zurückerobert. Das fand ich sehr spannend in der Corona-Krise. Okay, also die Natur holt sich ihren Platz zurück, aber es ändert sich jetzt ein bisschen wieder. Alles geht wieder auf Normaltemperatur, die Flughäfen öffnen wieder. Das heißt wieder, es geht wie ab, die Post ab wie früher vielleicht. Wir bleiben beim Thema Architektur. Das ist ja auch ein Steckenpferd von dir, die Architektur. Vielleicht bevor wir den letzten Beitrag zeigen, noch eine Frage. Verändert sich die Architektur, die Kunst der Architektur zum Positiven oder siehst du auch kritische Sachen? Da sehe ich natürlich auch beides. Also wir haben sehr schöne Beispiele und es gibt halt auch die anderen Beispiele. Und ja, ich denke, die Vögel, worauf du wahrscheinlich ansprichst, die sind sicher auf der positiven Seite, finde ich. Wir sehen hinter uns die alte Mühle, die heißt jetzt Neudeutsch Swiss Mill. Das ist das unsägliche graue Gebäude. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich glaube, Vögel hätten es nicht gebaut. Und deshalb gehen wir jetzt zum letzten Beitrag, Vögel und Architektur. Und ich bin gespannt auf deine Fragen. Da, das ist schon weg. Wenn ich ein Vogel wäre, dann wäre ich gerne eine Wasseramsel. Es ist ja wirklich ein wunderschöner Platz hier, Urteins Ernie. Warum wissen die Vögel eigentlich, welche Nester das sie bauen wollen? Die bauen ja Nester, weil sie einfach müssen, wegen den kleinen Eiern, Aufzucht etc. Da braucht es ja Handwerk, aber es braucht auch Ästhetik. Haben das die Vögel auch, wenn sie vielleicht dann in den Nestbau gehen? Die haben vielleicht nur zum Teil Handwerk und dann wäre es vielleicht Krallenwerk oder Schnabelwerk. Das ist schon so, dass es ja sehr beeindruckende Architektur gibt. Also ich denke es an die Beutelmeise, auch an die Schwanzmeisen, die haben wunderschöne Nester. Ich denke auch an die Elster, die hat früher Nester gemacht mit einem Dach eigentlich. Die haben das ein bisschen zugedeckt. Und heute sieht man das nur noch ansatzweise. Sie machen also so ansatzweise so noch ein paar Stecken über dem Nest und so montieren Äste. Und dann brechen sie ab und bleiben dann in der Mulde als Nest eigentlich aktiv, weil sie gemerkt haben, wir brauchen kein Dach mehr. Es reicht, wenn wir das auch nur als Nest haben. Zum Beispiel die Rohrsänger, die haben ja in Röhricht ein Nest, ja? Und das wächst mit dem Röhricht ans Licht hoch. Das finde ich eben so bewundernswert. Ja, das ist einfach Technik, das ist einfach Raffinesse. Ja? Die machen unten das Nest, die legen die Eier rein und wenn die Kleinen ausgebrütet werden, dann wachsen die Nester in die Höhe, in die Sonne, in die Wärme und wenn es oben ist, dann fliegen die Jungen aus. Ist ja nicht alles Kalkül, aber fürs Überleben, fürs Praktische und nicht unbedingt für den Spaß am Leben. Wir haben Spaß am Leben, aber das auch Spaß am Leben ist vielleicht ein Überlebensdrang, eine Mechanik. Können die das Wissen oder den Überlebensdrang denn so auch weitergeben an die nächste Generation? Die können nur weitergeben, was sie müssen. Und wenn sie es merken, dass die Jungen das gecheckt haben, dann okay. Aber der Kuckuck zum Beispiel, der Kuckuck, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Die Alten fliegen zurück nach Afrika und die Jungen bleiben hier ganz alleine und wissen irgendwann, sie müssen jetzt auch diese Route unter die Flügel nehmen. Wie sie das machen, keine Ahnung. Aber es ist für uns eine Kunst. Und die legen die Eier in die Nester von den anderen, oder? Genau, das ist aber eine andere Geschichte. Das war der letzte Beitrag von der Episode 8 bei der Redaktion. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat Spaß gemacht. Heinz, haben wir noch was vergessen? Ja, also ich wollte sagen, schön warst du dabei. Und natürlich, wenn ihr Input habt, dann lasst es uns wissen in den Kommentaren. Ansonsten abonniert uns, bis zum nächsten Mal und jetzt spazieren wir Richtung City. Tschüss.